Hallo und willkommen zurück zur nächsten Folge von Let's Play Alien Isolation. Die 11. Folge mittlerweile schon. Wir müssen jetzt die Falle für das Alien aufstellen. Frage ist nur, wie machen wir das? Mal Türkontrolle. Sperren Sie das Treppenhaus ab. Wahrscheinlich muss ich ganz nach oben. Weil wir haben, Dingens. Flammenwerfer-Muni. Falls das Alien uns zu nahe kommt. Böse. Warte mal, den Gang kenne ich doch, glaube ich, noch. Kann es hier per. Bitte lass mich das hier absperren können, ey. Nö, kann ich. Ich muss ja keine Angst mehr vor dem Alien haben. Oh, moin. Muss ich denn jetzt sagen, ich muss da rein, ey. Ich drücke A. Junge, hat sie gerade geschrien? Lol, ich drück D. Aber eigentlich sollte ich A drücken. What the. Boah, Alter! Ja, komm runter! Vorratsspeicher ist zu. Hier soll ich denn das Treppenhaus absperren, bitte? Warte, hier ist jetzt alles zu, ne? Ja. Sprich, ich muss ja runter. Okay, ah ja. Tech-Support auch, ne? Ach, das bist du. Ach, meine Güte. Nee, noch habe ich mich nicht verlaufen. Noch nicht. Ah, hier ist nochmal so ein Ding. Okay. Fehlt nur noch das Treppenhaus und das kann ich hier unten per. Per Dingens tun. Wait mal. Tech Support ist zu. Ja, Geduld. Meins höher ging ja nicht mehr, ne? Da bist du, genau. Da oben haben wir zu, da haben wir. Achso. Oh, ja. Den sollte ich vielleicht noch machen. Nee, ich tue ja mal selber was Vorschriften machen. Bist du jetzt böse auf mich? Nee, gut. Mainframe System. Sind wir gerade? Habe ich jetzt eingeleitet? Moin, was sind Sie denn? Habe ich jetzt eingeleitet oder nicht? Achso, 7789.
7789. Ransom hier. Ich habe Ihre Anfrage erhalten. Okay, es ist alles bereit. Lassen Sie das Programm laufen. Ich suche nach Crewlogs, die vor einiger Zeit über Sevastopol geleitet wurden. Ah, jetzt. Serverfarm. Ein Routine-Datenübertragungspaket aus der Randzone von Tedus, bevor ein Schiff die Heimreise antrat. Nichts weiter Besonderes. Ja, es würden wir ihn eingesperrt haben. Nein, danke. Wartet mal. Ah. Okay, ich muss jetzt also anscheinend irgendwie hier durch. Leise. Ah, okay. Wie gesagt, wir haben den Flammenwerfer. Machen wir mal Luftreinigung an hier. Wir atmen können. Vielen Dank. Geht still und leise hier durch. Das ist aber nicht so leise. Jetzt die Luftreinigung Ding jetzt ist, kann ich da jetzt kann nichts mehr in der Luft, das kann ich ja wieder umschalten. Stimmt. Interessant, wir müssen nach links. Ne, müssen wir gar nicht. Hä? Wartet mal. Wir sind durch zur Serverfarm. Achso. Wir müssen da zur Serverfarm. Ja, da ist der Typ. Guten Tag. Ich spiele gerade Alien, falls du es vielleicht im Stream siehst. Ja, ich sehe es gerade. Ich muss ja nur unterscheiden zwischen Stream-Fragen und ein bisschen doof mit Delay. So, mein, warum redet ihr jetzt doppelt? Also man muss jetzt da durch, meine Güte. Ah, ich schalte mal um. Ich schalte mal um. Von Anfang bis Ende, ja. Das sieht wahrscheinlich anders aus. Mann, jetzt ist das Mikro da oben. Nee, das ist nicht mehr das hier. Ich will mich nicht verstecken. Warte mal. Sind auch Monster dabei und so? Es muss vor. Alien ist hier, wenn ich zu viel Krach mache, kommt das und tötet mich. Ich kann's ja. Warte, letzter Speicherpunkt ist nicht da, bruh. Hey, das wäre kein Spiel für mich, denn ich mag keine Horrorspiele. Ja, ist ein geiles Horrorgame, ne? Was ein Glück spielst du das hier? Ja. Denn das wäre kein Spiel für mich. Vielen Dank, dass es meine Anwesenheit aufgezeichnet wurde. Ich muss jetzt gerade das Alien eine Falle stellen, das heißt, wir regeln jetzt Sachen ab und ich muss jetzt irgendwie versuchen zurückzukommen. Warte mal. Ich muss da hin. Nein, du bist nicht hinter mir. Ich muss aufpassen wegen den Lüftungsschächten, da kommt es gerne mal rausgehopst. Was ist das? Ah. Was denn? Dieser Typ. Das war ein Android. Die sind eigentlich böse, warum auch immer. Ja, der hat noch keine roten Augen, also noch geht's. Tür verschlossen, ja, ich muss da irgendwie durch. Du solltest dir vor dem Stampfen mehr Sorgen machen. Welchen Stampfen? Lol, hä, wie soll ich denn hier durchkommen? Ach, da komme ich, du. Ah. Hallo! Hier ist ein Speicherpunkt. Guck mal, Chris, ich kann dir mal kurz zeigen, wie das Alien aussieht. Ihr wisst, dass ihr alle in der Aufnahme seid, ne? Oh. Nein, ja. In der Aufnahme, wir sind live, Chef. Live. Ja, aber Aufnahme, ich mache gleichzeitig die Aufnahme für Alien Isolation. Also ich bin jetzt wieder oben, komm. Guck mal, Chris, ich hab gerade gespeichert, ich renne jetzt mal rum für dich.
Ja, ich ist Stream Delay, ne? Ich weiß ja nicht, wann du mich bei ihr hast. Alien, 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 wo bist du? Oh, da ist es! Hallo! Nein, 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 nein! Fress Feuer, du Mistvieh. Ja, verkrieg dich in den Lüftungsschacht. Alter. Okay, du jetzt rennst wahrscheinlich gleich rum. Das ist dieser Delay, Junge, das ist ja abartig. Ja, jetzt geh ich durch die Tür, ne? Jetzt bist du beim Tisch, Bauplan verbessert. Ah ja, jetzt sollte ich als Geist Alien kommen. Yo, ne? Wer überhaupt nicht mein Game. Ne, wer überhaupt nicht mein Game. Ne, ne, ne. So, die Frage ist, wie komme ich denn da hin? Warte mal, ich muss nach rechts, ich Vollidiot. Ja, warum laufe ich denn den Weg nicht weiter? By the way, hallo Jirazi, hallo Zaubi, hallo John. Regeln sich die Surferfarm ab. Ach du Heilige. Oh, hier sind auch ein paar mehr Tote. Au, der hat auch schon bessere Tage gesehen. Okay, also Server Control, da muss ich rein. Was? Gefahrendämmungsverstoß verzeichnet? Unidentifizierte Spezies? Das ist so komisch mit diesem Stream-Delay. Ja, der labert was, als kommt erst 10 Sekunden später an. Das ist richtig weird. Man weiß halt auch überhaupt nicht, worauf... Ja, wenn man das Spiel nicht kennt, dann weiß man das aber nicht. Nee, man weiß auch generell nicht so, ja, da muss ich jetzt rechts abbiegen. Du bist kein links abgebogen, nach dem Motto. Nach dem Motto, das. Alter! Weiße hüpft das einfach direkt vor mir runter, wo ich nicht mal Sound gemacht hab. Da ist es für eine arme Seele. Alter! Ich hätte was losgeschrien. Ja, okay, zumindest ist der Android jetzt weniger mein Problem. Heilige Scheiße, ey! Serverkontroll. Sicher Zugangsgenerator. Hoffentlich kommt das Alien jetzt nicht von hinten. Das wäre nicht so lecker. Darf ich einen Witz darüber? Bin ich drinne? Ich bin drinne! Die Tatsache, dass das Alien von hinten... Okay, nein, das nein, 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 das atmet aus. In die japanische Richtung aus, da tun wir nichts. Japanische Richtung. Ah. Administrator richtig gewährt. Vielen Dank. Das war's. Geschafft. Oh, ich hab. Ein Augenblick. Ricardo, ist der Ausgang offen? Scheiße, er ist zu. Bewegt sich kein Stück. Was wackelt da so? Was zur Hölle soll das, Ricardo? Oh oh. Oh Gott. Okay, das Alien haben wir eingesperrt, aber es ist mit mir eingesperrt. Entkommen Sie aus dem Server. Oh, Moinze. Ja, willst du nochmal kuscheln? Ja, komm her. Es wollte gerade den Androiden angreifen. Ich hab den Androiden gerettet. Entkommen Sie aus dem Server. Wetten durch irgendeinen Lüftungsschacht oder so. Hallo, Android. Ricardo, was ist der los? Android. Also mit der Brille. Ich habe nicht mehr Zeit. Ich habe auch keine Zeit. Da ist der Flambeau. Ja. Belassen, wenn der Android im Weg steht, ne? Hallo Alien, willst du mal kuscheln? Komm her. Okay, ich hab's. Ah, Spoiler. Hi. Lol. Alter, wo will das Alien denn lang? Junge. Hattest du mich nicht gesehen? Raus, ja, wo geht's denn raus? Ich muss da hin. Kommen Sie aus der Server. Ihr seid ja sehr lustig. Auf den gleichen Weg wieder zurück? Ich denke schon. Mit dem Flammenwerfer in meiner Hand. Immer mit diesem Flammenwerfer so rumzufeuern, ist das nicht suboptimal. Warum? Weil, keine Ahnung, womit läuft denn dieses Raumschiff? Benzin, mit Gas? Strom normal halt, ne? Sina, gibt's so eine internationale Raumtankstelle, da kann es den aufladen. Ja, so ein Diesel,
so einfach eine Dieselraumstation. Da steht so eine Shell. Warte mal. Eine so eine schwebende Tankstelle. Irgendwo im Weltall. Ja, zum Zapfahren, weißt du, da muss da noch. Weißt du, da steht auch so eine, irgendwo so eine Säule, weißt du, da steht so ein Preis drauf. Ja, da stellt man so seine ganze Raumstation, so einmal den Todesstern. So, nochmal schnell speichern, Alter. Ist im Vakuum. Das stimmt. Okay, gespeichert, jetzt kann ich ruhig wieder sterben. Wie soll das eigentlich im Raumschiff funktionieren? Okay, keine Ahnung. Luft, richtig? Ja, die haben Lüftungsschächte für Luft. Ja, wie kannst du jetzt mit Benzin anzünden? Mit Feuer. Also Benzin zündest du mit Feuer an. Wobei, war das Funke nehmen. Ja, aber das würde ja nicht verbrennen, das würde ja nicht angezündet werden, weil du keinen Sauerstoff beim Vakuum hast. Ja, aber man muss es doch nicht draußen außerhalb des Flugzeuges, was laber ich? Ja, Raumstation. Wie willst du denn vorankommen? Du, ich rede ja vom Antrieb des Raumschiffes. Ja, Haben Sie ihn wieder geöffnet? Keine Ahnung. Ich musste den Alarm stoppen, das war die einzige Möglichkeit, Rübel da rauszukriegen. Keine Ahnung. Okay, Turbine funktioniert auch nicht. Wir hatten es eingesperrt und Wasserkraft. Big Oof. Weil... Ja, ich glaube... Wo soll ich hin? Atom. Sonne. Sonne und Ea. Benutzt einfach Sonne, eine Sonne, ist klar. Wisst ihr, was gerade dumm war? Ne? Die haben die Falle aufgestellt, sodass es endlich mal rauskommt. Aber um mich rauszuholen, mussten die Falle wieder auflockern. Jetzt ist das Alien wieder draußen. Big Brain. Ich muss hier ziehen. Das ist ja... Soll ja spannend werden. Bei meinem Tech-Workshop. Angelegtes Luftschiff. Kannst du mal das Luftschiff einwerfen? Okay. Jetzt nochmal zurück zu unserer Diskussion über die Plausibilität von Weltraumtankstellen. Wie würde sich das fortbewegen selber? Also ich bin in der Raumstadt. Oder das Ding? Das Raumschiff selbst, also die Basis, was auch immer. Also Leute, ihr merkt, dies ist eine sehr quasselreiche Folge diesmal. Ja. Ja, weil wir jetzt ein Thema haben, worüber wir diskutieren. Vielleicht ist es dann doch gar nicht so langweilig. Ja, kannst ja einfach mal dazukommen. Wir sehen ja deinen Stream halt verzögert. Nee, ich hau nicht ab. Da war gerade ein Spiel. Aua! Das hätte ich gerne gesehen, aber. Das stimmt. Aua! Ja, Alien, töte den mal bitte. Bleib doch an der. Geh doch. Alter, weißt du, der eine Typ denkt sich so. Weißt du, der eine Typ denkt sich so, kommen Sie mir nicht näher. Ich denke mir so, okay, ich komme näher, ich produziere mit dem Flammenwerfer weg. Dann die andere denkt sich so. Verbrenn doch. Meine Güte. Was du da? Siehst du gerade? Ich ducke mich jetzt hinter einem Ding. Ach, da ist das Alien. Ja, Alien, komm runter hier. Aua, what? Keine Ahnung, also kannst du gleich nochmal zurück in dieses Treppenhaus gehen und rausgucken? Kann ich gleich machen, kann ich nicht machen. Ich muss gerade erstmal vor dem Alien flüchten, also ich muss erstmal zurückgehen. Wenn du gezündet hast, kannst du das ja mal machen. Wenn ich den nächsten Speicherpunkt habe, kann ich das gerne machen. Nehmen Sie den Aufzug zu irgendwas, ah ja. Wo ist denn hier der Aufzug bitte? Ja, ich heile mich sofort. Nehmen Sie den Aufzug. Warum ist der direkt bei dem Lüftungsschacht, der Aufzug? Der Punkt markiert mir den Lüftungsschacht. Wieso soll ich ins Vent-System? Okay, dann geht da hin rein. Ach nee, soll ich noch nicht. Hä? Soll ich jetzt zum Transitsystem oder? Ach, egal. Chrissy, ich glaube, wir werden es in diesem Stream nicht mehr sehen. Großen Weiten des Raumschiffs. Oh, fuck, Alter! Da kommt ein Jumpscare. Was ist denn jetzt passiert? Vierten, aktivieren Sie die Feuerlöschanlage. Junge! Nächste gelingen im Brandschutzsammelpunkt. Ja, wo ist der? Das ist keine Übung. Ich weiß, dass es keine Übung ist. Android, willst du mich angreifen? Jo, ich, Android, ich hab dir nichts getan. Hallo.
Weißt du, ich lauf nur durch die Tür und der denkt sich so, und ich greife dich jetzt an. Hallo? Echt? Oh, da ist er verbrannt. Hast du so irgendwas Gutes bei dir? Nee. Also echt, voll Zeitverschwendung. Hast du, bevor du Alien gespielt hast, noch Minecraft gespielt? Ja. Richtig? Ja. Hast du vor, das in diesem Stream noch zu wiederholen? Wenn ich die Folge gleich beende, können wir nochmal rein, ja. Gleich beenden heißt? Ja, eine halbe Stunde geht ungefähr eine Folge, also noch ungefähr 10 Minuten. Oh, das klingt doch gut. Können wir uns ja weiter darüber. Jetzt macht es sich am spannendsten Punkt mal weg, der soll die scheiß Feuerlöschanlage ausmachen und dann macht er einen Cut. Die Frage ist, wo ist die fucking Feuerlöschanlage? Das ist nicht mein Problem, das ist dein Problem. Also ich muss da durch, da kann ich auch nicht durch, weil da eine Tür zu ist. Tür ist verschlossen. Chris, du hast ja aber auch zur Zeit gesagt, dass du sowas nicht spielst. Deswegen kann es gar nicht dein Problem sein. Ja, ich wundere. Ja. Damit habe ich keine Schmerzen. Ich komme hier nicht raus, what the fuck? Tür verschlossen, die Tür ist auch verschlossen. Und beim war beim Wend eine Leiter? Du musst doch durch den Vent wieder durch. Ah, Tatsache, da ist eine Leiter. Nee, keine Leiter. Nee, beim Vent komme ich noch auf der anderen Seite raus. Die Tür ist aber auch verschlossen da. Also alle Türen sind hier verschlossen. What the f. Kreist halt noch das vom Vent an, oder was? Ja, ja. Was dumm ist. Weil der Aufzug wahrscheinlich immer ein Stockwerk weiter unten ist. Vielleicht geht ihr da neues. Vielleicht wieder da eine Zwischenfrequenz durch. Ich bin ja schon durchgegangen und bis nichts passiert. Weil muss ich durch den Rauch durch? Nee, ne? Doch. Okay, ich hätte mir vielleicht vorher ein Medikit craften sollen, ich Vollidiot. Oh, Alter, aua, die Sounds sind etwas laut. Halt zum Aktivieren, bitte. Dankeschön. Oh, Alter, ja, ungefähr so klingt das auch. Oh, fuck. Ist das hier? Ja, Feuerlöschanlage. Nehmen Sie den Aufzug zum Genemir Expo. Ja, jetzt soll ich wieder den Aufzug benutzen, ist klar. Ihr habt ja auch Vorstellungen. Okay. Ja gut, wir haben jetzt die Feuerlöschanlage. Was ist los mit dieser Station? Also, wir bedeutet, dass du das alle So, ich gehe mal ganz kurz runter zum Transitspeicher da und dann beenden wir die Folge. Das Alien und Red Gamer, eine Love Story. Der Xenomorph und ich. Xeni und ich, weißt du? Feuerlöschanlage. Warum soll das Sprinkleranlage? Verstehe ich nicht. Ja. Ja, wenn sie im Raumschiff brennen, dann würde ich einfach rausgehen. Ich würde es nicht retten wollen. Xeni und ich in einer Liebesstory. Wenn du dieses Raumschiff, wenn du da rausgehst, wohin sollst du dann bitte schön gehen? Zunächst in eine Notkapsel. Ja, und womit dann, wenn du gerade irgendwo rumfliegst? So, ihr wolltet doch jetzt nochmal dieses Bild da sehen, mit diesem, wo ich nach draußen gucke. Ja, ich gehe nochmal zurück, damit ihr dieses Bild nochmal seht, wenn ihr wollt. Aber das machen wir nicht in dieser Folge, sondern in der, auch nicht in der nächsten, das ist jetzt einfach nur so. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Macht's gut und ciao, euer Red Gamer. Wenn ihr es in der nächsten Folge schaltet,